Wehrhafte Demokratie, Höcke stoppen, so lautet der Titel einer Petition, die auch Sie unterschrieben haben gegen den AfD-Politiker. Warum ist Ihnen das so wichtig? Es ist deutlich spürbar, dass die Menschen auch unruhig werden, weil die AfD und Höcke ganz vorne immer unverhohlener, immer offener ihre Umsturzpläne deutlich machen, mit ganz Rechten, mit Faschisten zusammenarbeiten, um offen zu sagen, wir wollen eine andere Gesellschaft, wir wollen Grundrechte hier abschaffen. Man darf die Meinungsäußerung, die freie Meinungsäußerung nicht benutzen, um Grundrechte abzuschaffen. Und wer das tut, der wird selber in seinen Grundrechten eingeschränkt. Also das finde ich genau richtig, dass die Demokraten nicht dabei zugucken, wie jemand im Namen der Demokratie Demokratie abschaffen will. Das kann so nicht sein. Und dann müssen wir alle zusammen aufstehen. Also habe ich das auch natürlich unterschrieben, weil das ein wichtiges Signal ist. Es gibt erste Stimmen, die sagen, Ihre Unterschrift auf dieser Petition spricht gegen das Neutralitätsgebot des Oberbürgermeisters. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist genau andersrum. Weil in der Tat, wenn die Demokratie gefährdet ist, dürfen doch die Demokraten und auch die gewählten Demokraten, also die dann auch vorne an der Verwaltung arbeiten, nicht zuschauen. Und ihre Neutralität ist geradezu erfordert, denjenigen jetzt Einhalt zu bieten, die das abbauen wollen und den Rechtsstaat aus- und angeln heben wollen. Für das Wochenende, ganz genau für den Samstag, hat der DGB zu einer Demonstration in Dortmund aufgerufen. Für Demokratie und Grundrechte. Also ein klares Zeichen gegen rechts. Und er wünscht sich, dass aus der Mitte heraus die Menschen aufstehen. Was sagen Sie dazu? Ja, weil ich glaube, dass es so ist, dass die ganz große Mehrheit dem überhaupt nicht folgt, was von rechts, aber auch von links gesagt wird. Und es schaukeln sich Pole auf und die Mitte der Gesellschaft sagt eigentlich, das wollen wir überhaupt nicht. Wir wollen diese Polarisierung nicht, wir wollen unsere Alltagsarbeit in Ruhe machen, lasst das sein. Und das wird man natürlich nicht hören, wenn man das nicht sagt. Und deswegen finde ich es gut, wenn man deswegen aufruft für Demokratie und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die dagegen sind, auch das hören. Ganz wichtig. Werden Sie dabei sein? Das wird so sein, ja. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.